vielen Dank, Sabine, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast. Wir möchten gerne mit dir über die Studie Ticken Städte anders sprechen. Und deswegen komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Weshalb habt ihr euch denn überhaupt mit diesem Thema befasst? Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, weil wir bei Wahlergebnissen sehen, dass die Union im ländlichen Raum in der Regel besser abschneidet, zumindest auf Bundesebene, als in den Städten. Und bei SPD und Grünen zum Beispiel ist es genau umgekehrt. Die schneiden in den Städten besser ab als auf dem Land. Und da haben wir uns eben gefragt, was könnte da die Ursache für sein, woran könnte das liegen? Und daraus ergab sich dann die Frage, gibt es möglicherweise Einstellungsunterschiede, die das erklären können? Und gibt es also ein urbanes Einstellungsmuster, das sich von den Einstellungen auf dem Land unterscheidet? Oder eben ticken Städte anders? Wenn du die Idee für eine Studie hast, wie sind dann die weiteren Schritte? Also als allererstes besprechen wir uns eigentlich erstmal im Team. Also das gesamte Team überlegt dann, was wollen wir eigentlich wissen, was sind die Inhalte, die uns interessieren und dann eben auch, mit welchen Methoden können wir das erreichen. Also welche Methoden sind für die Inhalte, die uns interessieren, die geeigneten. Und inzwischen haben wir einen Rahmenvertrag, glücklicherweise, und brauchen einfach nur ein Angebot bei den Instituten einholen, mit denen wir einen Vertrag haben. Und bei der Umfrage war es jetzt aber noch so, da hatten wir noch keinen Rahmenvertrag. Das heißt, wir haben noch öffentlich ausgeschrieben. Und dann nach der Zuschlagserteilung ging es dann los, also mit dem Fragebogen und dann die Feldzeit. Und wie lange dauert so eine Feldzeit, jetzt am Beispiel deiner jetzigen Studie? Das kommt ganz drauf an, wie viele Fälle man hat und wie kompliziert die Stichprobenziehung ist. Also jetzt für die Umfrage, die war ja ein bisschen aufwendiger, von der Stichprobenziehung auch ein bisschen mehr Fälle, mehr Befragte. Und da waren wir so etwa 3 Monate im Feld. Was und wie wurde untersucht? Also wir haben eine repräsentative Telefonumfrage in Auftrag gegeben bei Kantar Emnet, die haben das für uns gemacht. Und da wurden 5.585 Menschen befragt. Ende 2018 war die Feldzeit, also wie gesagt 3 Monate etwa. Und das Besondere bei dieser Umfrage war die Stichprobenziehung. Und zwar haben wir nicht einfach nur in Anführungszeichen bundesweit befragt, sondern wir haben wirklich in jedem der deutschen Landkreise, also das sind 401 Land- und Stadtkreise, haben wir Menschen befragt. Dadurch haben wir die Möglichkeit, halt wirklich auch in verschiedenen Regionen genauer hinzugucken und zu analysieren und eben auch Unterschiede uns genauer anzugucken und eben auch politische Unterschiede oder politische Einstellungen zu differenzieren nach ländlichen oder städtischen Regionen. Und das haben wir dann untersucht. Welche schwierigen Entscheidungen musstest du bei der Auswertung der Studie treffen? Eine wichtige Entscheidung war zu sagen, was ist eigentlich eine Stadt? Also ab wann ist eine Stadt in unserer Definition? Weil man kann sich ja vorstellen, also ist eine Stadt schon bei 100.000 Einwohnern oder 200.000 Einwohner oder erst ab 500.000 Einwohner? Und weil das macht ja einen großen Unterschied. Also ich sage jetzt mal, Hamburg ist nicht gleich Kiel und Frankfurt ist nicht gleich Fulda. Und einfach zu überlegen, packen wir die trotzdem alle in einen Topf? Sagen wir, das sind Städte, oder differenzieren wir etwas genauer? Und wir haben uns eben dann an auch anderen Untersuchungen orientiert und gesagt, Großstädte ab 500.000 Einwohner wollen wir uns angucken und Städte mit Einwohnern zwischen 100.000 und 500.000 und eben alles, was kleiner ist als 100.000 Einwohner, haben wir als ländlichen Raum definiert. Ihr habt ja folgende Themen befragt: Optimismus, Populismus, Demokratiezufriedenheit, Wirtschafts- und Lebenszufriedenheit. Wie kam es denn genau zu der Auswahl dieser Themen und nicht zu anderen? Also es war insgesamt eine große Umfrage mit verschiedenen Themen. Also wir haben auch nicht nur diese Themen abgefragt, sondern da waren noch einige andere Themen dabei. Die sind in anderen Publikationen erschienen oder auch mit anderen Analyseschwerpunkten. Und wir haben Anfang des Jahres in einer Publikation uns eben auch schon mal diese Themen angeguckt und da auch festgestellt, dass sie zum einen relevant sind für das Wahlverhalten. Also diese Einstellungen können das Wahlverhalten teilweise recht gut erklären und dass sie regional sehr unterschiedlich sind. Also wir haben sehr große Unterschiede in den Einstellungen in den verschiedenen Regionen und daraus entstand dann die Idee zu sagen, dann können wir das auch nutzen, um unsere Frage nach den Unterschieden im ländlichen oder urbanen Räumen eben zu untersuchen und nutzen da eben die Daten auch nochmal für. Du hast es vorhin angesprochen, ihr habt ja knapp 6.000 befragt. Jetzt kann ich mir das ganz schwer vorstellen. Ist das viel, ist das wenig? Und vor allem, wie ist das empirisch zu bewerten?
Also pauschal kann man das gar nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Es hängt einfach vom Erkenntnisinteresse ab. Die meisten Umfragen, die man so kennt, die üblichen, haben in der Regel so 1.000 bis 2.000 Befragte. Im Vergleich dazu ist es natürlich viel. Für unser Erkenntnisinteresse war es jetzt halt auch notwendig, so viel zu befragen, weil wir ja in jedem der 401 Kreise befragt haben und eine gewisse Mindestanzahl brauchten. Aber das ist natürlich auch der Vorteil an dem Datensatz. Also wir haben eben wirklich ausreichend Befragte, um kleinräumig, regional Analysen machen zu können. Und das kann man eben nicht mit jedem Datensatz. Und insofern war das für unser Erkenntnisinteresse genau richtig und notwendig. Und damit kann man jetzt auch gut arbeiten. Welches Ergebnis hat dich am meisten überrascht? Dass die Grünen bei uns in der Umfrage in Westdeutschland tatsächlich sich gar nicht so zwischen Stadt und Land unterscheiden. Also das heißt, wir haben in Westdeutschland ähnlich viele Personen, die sagen, sie würden die Grünen wählen, auf dem Land wie in den Städten. Nur in Ostdeutschland haben wir noch so diese Stadt-Land-Unterschiede. Und das war bei der Bundestagswahl 2017 noch anders. Da haben wir eben deutliche Stadt-Land-Unterschiede bei der Wahl der Grünen gehabt. Das sehen wir jetzt in der Umfrage nicht mehr. Das hat uns schon überrascht. Und wie erklärt ihr euch das? Bei der Bundestagswahl waren die Grünen deutlich schwächer, als sie jetzt in den Umfragen sind oder auch 2018 in unserer Umfrage waren. Und wir gehen davon aus, dass eben der Zuwachs der Grünen in den Umfragen nicht nur in den Städten stattgefunden hat, sondern vor allem auch auf dem Land, zumindest in Westdeutschland. Und da sozusagen auch die Zuwächse überproportional waren, sodass sich die Unterschiede zwischen Stadt und Land dann ein wenig ausgeglichen haben in Westdeutschland. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, ticken Städter denn nun anders? Ein ganz klares Jein. In der Tendenz sehen wir schon ein paar Unterschiede. Städter und auch Großstädter sind optimistischer eingestellt als die Bevölkerung im ländlichen Raum, sind etwas stärker politisch interessiert, etwas zufriedener mit der Demokratie und gleichzeitig etwas weniger populistisch eingestellt. Was sind weitere Ergebnisse der Studie? Bei der Wirtschaftszufriedenheit zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant, sind die Ost-West-Differenzen eigentlich sogar größer als die Stadt-Land-Unterschiede. Also wir haben in Westdeutschland zum Beispiel gar keine Stadt-Land-Unterschiede bei der Wirtschaftszufriedenheit. Und in Ostdeutschland ist die Landbevölkerung etwas zufriedener mit der Wirtschaft. Kannst du mir nochmal die prägnantesten Ergebnisse der Studie zusammenfassen? Das wichtigste Ergebnis eigentlich ist, dass wir erstaunlich geringe Unterschiede zwischen Stadt und Land haben. Also wir haben immer nur geringe oder gar keine Unterschiede, sind immer nur wenige Prozentpunkte und sie sind vor allem auch relativ wenig systematisch. Das heißt, wir können mit unserer Umfrage nicht wirklich sagen oder kein urbanes Einstellungsmuster so identifizieren. Zumal, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Ost-West-Unterschiede zum Teil größer sind als die Stadt-Land-Unterschiede. Also Stadt-Land gar nicht so eine entscheidende Rolle offenbar spielt. Vielen Dank für deine Antworten und deine Zeit und dass du uns so viele spannende Einblicke in deine Studie gegeben hast. Danke, gerne.